Sag einfach Anton, alles klar? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wie ihr schon seht, Minecraft. Heute zeigen wir euch ein paar Lifehacks. So, heute dabei ist Anton, Hallöchen in dem Fall. Hallihallo, Hallöle. Der erste Lifehack ist, wie man schwer sehen kann, ein Geheimgang mit einer Schalkerkiste. Nicht schwer sehen kann. Also, wenn man nicht schwer sehen kann. Man muss eine Schalkerkiste unten platzieren. Man darf nach oben nicht wirklich springen können, also man da. Sonst wird man nach oben. Sonst geht gedrückt. Man nach oben. Aber ihr müsst dann halt nach unten gehen. Also auf der Switch ist es jetzt B, auf der Playsies glaube ich Kreis oder X. Ich bin mir nicht sicher. Was meinst du, wie das geht? Ich meine X drücken. X drücken, ja, dann ist es also richtige. Und hier kommt dann halt nach unten. Und dann kann man halt wieder hier rein und das kann man halt so oft machen, wie man will. Ja. Der nächste Trick ist sowas. Ein Cobblestone Generator war zum relativ Beispiel klassisch. Ist gut, um Stein zu farmen. Ja, und hier, wir holen uns kurz meine Dia Pickaxe. Schalten kurz auf Überleben. Dadurch fand man halt ganz schnell Cobblestone. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Man braucht einfach nur, ich zeige euch kurz mal. Ich mache das kurz mal weg. Also, ihr müsst einen Rand von, also eine 6 Block weite Linie, die sich sozusagen, also keine Ahnung, hier wie ihr seht, und auf einer Seite muss ein also Loch den rein. Zweiten von rechts oder zweiten von links, muss er dann einen Block runtergehen. Damit das Wasser nicht direkt in die Lava fließt und die Lava zu Obsidian wird, das ist ja nicht unser Ziel. Ja, und warte mal, wir sagen mal, das ist jetzt unser Lava-Block, also Lava. Und hier muss dann halt normaler Stein hin, sag ich mal. Schon am Anfang Cobblestone. Und dann brauchen wir Wassereimer. Dann füllt ihr den hier hin. Habt Lava und guckt. Man bekommt immer wieder Cobblestone. Und das könnt ihr so endlich und endlich machen, wie ihr wollt. Man kann natürlich auch in die Mine gehen, aber naja, so ist praktischer. Kann man kurz sich Sachen erfarmen. Ja. Für den zweiten Trick haben wir hier eine Vogelscheuche. Beziehungsweise ein Bauhack, wie man Teppiche schweben lassen kann. Mir persönlich ist das immer total nervig vorgekommen, dass man Teppiche nicht schweben lassen kann. Aber und ich habe herausgefunden, dass man Fäden benutzen kann, die schweben können. Und auf diese kann man dann Teppiche oder andere Gegenstände, die nicht fliegen können, wie zum Beispiel, ja, andere Dinge halt benutzen. Hier zum Beispiel. Draufsetzen, damit die schweben. Also, ist jetzt nicht wirklich von, braucht man nicht wirklich zum Überleben. Aber, ist praktisch zu wissen. Ja, heute wird sehr viel mit Wasser gearbeitet. Nun denn, hier haben wir ein volles Becken. Und ihr müsst, und ihr wollt dieses ganze Becken ausfüllen. Ohne jeden Block einfach so anzutippen zu müssen. Ja, man muss nämlich nur die Hälfte. Man muss einmal nur schräg durchgehen. Warte mal. So, hier. Und schon ist das ganze Becken ist ausgefüllt. Alles ausgefüllt. Ganz easy. Also, als nächstes haben wir hier einen richtig geilen Lifehack. Die alle könnt ihr übrigens selber nachbauen. Auf der Switch sind nämlich nicht alle funktionstüchtig, aber die wir hier machen, geht auf eigentlich jeder allen Geräten. Auf allen Geräten. So, und guckt mal. Schwarz. Aussteigen. Und wir sind auf der anderen Seite. Ganz einfach. Der nächste Trick ist, warte mal, hier guckt. Ja. Ich zeig's euch nochmal. So, wir fahren jetzt hier, drücken den Knopf. Hallo? Erstmal finden den Knopf.
So geht das jetzt nicht. Ja, okay, egal. Man muss wahrscheinlich in dieser Perspektive sitzen. Man muss. Ja, okay, dann funktioniert es dann. Krass, dass es an der Perspektive hier, liegt. Guck, dann fährt ihr jetzt hier durch. Der nächste Lifehack. Auf dem PC ist, glaube ich, tatsächlich so, dass sie komplett durchfährt. Auf der Switch ist es ein bisschen buggy und sie bleibt mittendrin stehen, weil ja keine Schiene ist. Aber ja. Ja, als nächstes haben wir hier, das ist die schnellste Methode, damit ist man am schnellsten, selbst als wenn man... Also es ist schneller, als wenn man im Kreativmodus... Ups. Es ist schneller, als wenn man im Kreativmodus schwebt. Also wenn man richtig schnell geradeaus schwebt. Und es wird immer schneller halt. Das kann man über eine fast unendliche Länge machen und... Es geht relativ schnell. Wir hatten jetzt hier nicht sehr viel Platz. Ja, als zweiten sozusagen Bauhack ist dieser Bilderrahmen. Ihr müsst einfach eine Wand hochziehen, die länger ist. Dann müsst ihr zwei Blöcke hoch, eine Tür dadurch ersetzen. Dann müsst ihr da eine Tür reinbauen, die aber offen ist. Weil sonst, kann ich es euch mal demonstrieren, kommt man da nicht durch. Die muss offen sein. Logisch. Dann nehmt ihr ein Bild und hängt es davor. Am besten ist es, wenn man noch andere Bilder drumherum macht, ja, dann ist die Tarnung besser. Ja, und dann weiß man auch nicht, welches. Das war mein. Gut, dann haben wir hier einen richtig krassen Lifehack, meine ich. Also eher so ein Geheimversteck, wenn man irgendwie in der Überleben-Map ist, mit seinen Freunden spielt, kennt jeder, wenn man irgendwie ein paar Diamanten gefunden hat und nicht will, dass der andere sie einem klaut, kann man sie erstens im Inventar packen. Aber wenn man einen killt, ist man natürlich tot, also man braucht ein Versteck. Und das ist ein erstklassiges Versteck, weil es gibt ja diese Comparator, die messen den Inhalt von Gegenständen, in diesem Fall von diesem Kessel. Und wenn man jetzt aus diesem Kessel den Inhalt rausnimmt, in diesem Fall das Wasser. Man kann es auch mit Lava machen. Dann... Ah, jetzt hast du die Redstone-Schaltung geflutet. So, jetzt klappt's wieder. Ja, jetzt klappt's wieder. Dann kann man den Inhalt per Redstone-Signal erkennen lassen und dann fährt in diesem Mechanismus hinten ein Kolben raus, der den Eingang verdeckt. So, als nächstes haben wir ein... Naja, ja. Survival-Trick? So könnte man sagen. Um ein Portal zu erschaffen. Ohne, dass man sich nervige Dias holt. Ihr braucht einfach einen Lavasee. Wo ihr halt, wie. Wir können das gerade nicht so gut. Ihr braucht halt eine unendliche Wasserquelle. Und das muss man natürlich mehrere Male machen. Ja. Muss man dann. Kann man einfach mit dem Lava-Eimer so da lang gehen. Und so. So, und dann mit Feuerzeug. Du hast so irgendwas vergessen. So. Ups. Alles so. Wenn jemand was in die Kommentare deswegen schreibt. Das ja. Fände ich so lost, weil sonst schreibt niemand was in meine Kommentare. Wenn es um was Negatives geht, dann finde ich das blöd. Warte mal. Dann. Leute, vielleicht knacken wir die... Ja, sagen wir mal, wir knacken die 5 Likes. Haben wir schon. 10 Likes. Ja, okay, 10 Likes, komm. Guckt, dann. Also auf das Video. Auf das Video. Auf das Video erstmal 5 Likes, komm. Ja. Hier, wie gesagt, kann man dann ins Leben. Und wenn ihr Ehre habt, könnt ihr ein Abo raushauen. Ja, aber Abos bitte auch. Und übrigens, danke, egal wer mich. Wir hatten letztens 31 und jetzt 32 Abonnenten. Das finde ich ganz toll. Ja. Und jetzt zeigen wir euch einen kleinen danke Trick. Danke an alle. Guck ihr mal. Seht schon, das ist ein Geheimgang. Man kann von oben super getarnt mit Lavasee. Man erleidet meistens nur ein halbes bis ein Herz Schaden. Und alle denken erstmal wahrscheinlich von oben, dass es ein Lavasee ist. Man kann es noch besser tarnen. Und wenn man durchfällt, wird man direkt ins Wasser gespült. Also erleidet keinen Schaden und da wird man dann direkt wieder abgekühlt und kann unten landen. Das Ganze geht einfach mit Schildern. Schilder können übrigens nicht brennen. Ja, oder das Ganze geht auch mit Leitern. Ja. Oh, schlechte Idee. Egal, lass aber fackeln. Wird ja schon nichts passieren. Nee. Ich muss nur noch kurz. Hoffentlich. Es regnet, egal.
Warte kurz mal. Aber alles fluten. Alles fluten. Warte mal, jetzt muss ich das so. Das war jetzt egal. Nein, das ist nicht. Ist wurscht. Ist so. Wurscht. Nächster Bauhack. Beziehungsweise eine Art von Aufzug. Zwar nicht ganz ungefährlich, aber. So kommt man hoch. Das wurde einfach mit Seelensand gelöst. Und der Aufzug mit hat. Einem Magma-Block. Das Ganze geht ganz einfach. Allerdings muss man im Überlebenmodus aufpassen, da der Magma-Block der Magma-Block Schaden macht. Jedoch nur halbes Herz pro Sekunde. Beziehungsweise pro Tick. Man kann dann einfach drauf sneaken. Ja, man kann sneaken. Ja. So, und als nächstes, da gehen wir mal. Diesen Bauwerk kannte fast keiner vorher. Ein bitte ziemlich unbekannter. Erstmal einen dicken, fetten Daumen nach oben abgeben. Yes. Kurz mal nach hier oben. Den findet man so gut wie fast nie. Ja, egal. Ich kannte ihn vorher auch noch nicht. So. Und jetzt guckt mal. Normalerweise ist man tot. Das haben wir ausprobiert. Man wäre auf der Hälfte von seiner Höhe gestorben. Seht ihr das? Und ich zeig's euch jetzt mal. Ich mach das kurz mal weg. Und so. Dann springen wir mal hoch. Davor machen wir noch unseren Weltspawn-Point hier, damit wir hier spawnen. Spawn-Punkt. Mach einen Spawn-Point einfach. Chat. Chat Spawn? Oder Spawn-Point? Ist wurscht. So. Guck mal. So. Tot. Man ist easy down. Sofort down. Hat doch geklappt. Ja. So. Das wollten wir euch nur kurz zeigen. Das war's. So. Und dann hier. Der nächste. Ein relativ bekannter Trick. Den kannte ich davor nicht. Man kann mit Farbstoffen Tiere färben, beziehungsweise Schafe. Logisch, man kann mit Farbstoffen Tiere färben. Wolle. So, dann haben wir kurz mal ein blaues Schaf, ein grünes und ein graues. So. Dann holen wir es nochmal an. Orangenes, ein lilanes, blaues, blau, blau, blau. So, das ist doch schön. So, dann löschen wir die kurz mal. Warte mal, wir töten. Hier, guck mal. Das ist jetzt ein normales Schaf. Und ein Nametag mit Jab. Und die Farbe ändert sich. Wir sehen schon, bei dem nächsten Trick ist wieder so ein. Life. Ist kein Bug. Das hat mal irgendwie so einen Minecraft. Mitarbeiter, ich weiß nicht genau, hat das erfunden. Und ja. Guckt. Und mit diesem Namen. Hier Dinnerbone. Also D-I-N. Wir können es gleich nochmal irgendwie in die Kommis schreiben, wie es heißt. Aber groß geschrieben. Und guck mal. Und der heißt jetzt. Dinnerbone. Wenn ihr das nachmachen wollt, könnt ihr ja mal kurz das Video anhalten. Und das war's, glaube ich, schon mit 15 Lifehacks. Es waren keine 15. Doch. War es 15? Ja. Keine Ahnung. Alles klar, es waren also 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es waren 14. Warte alles mal, klar. Wartet mal, wir haben noch einen geilen. Ach. Den können wir ja noch kurz zeigen. Wenn ihr noch einen kennt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich würde uns freuen. Zeigen euch noch kurz ein. Reicht. Ja, okay. So, Obsidianski. Ein Fuchs. Fuchsi. Wo ist er denn? Ich glaube noch ein bisschen weiter runter. Nee, ich meine, er war da irgendwo oben. Ach, keine Ahnung. Ich weiß das gerade nicht. So. Jetzt erstmal den ganzen. Fuchs. Ja, Fuchs. Wir haben ihn gefunden, Leute. Ein Applaus dafür. Oh, sofort ein Baby. Ja, egal, das Baby, das lassen wir mal. Wartet mal. So.
Toten der Unsterblichkeit. Vielleicht wissen jetzt einige von euch schon, was wir anstellen. So. Jetzt hat er den Maul. Und wenn man den jetzt schlägt, solange bis er tot ist, dann stirbt er nicht, weil er hat diesen Totem der Unsterblichkeit einmal gehabt. Und dich werde ich nicht töten, kleines so Baby. Mal. So. Kann er nicht sterben. Ja, und das waren jetzt 15 Lifehacks, den einen, den wir nicht so gut kannten, aber trotzdem. Und wir zeigen euch noch kurz mal hier, wie wir das gemacht haben. Wir haben hier einen einfach Comparator, den wir einmal angeklickt hatten. Und dann hier einfach mit. Damit kann man auch übrigens Geheimgänge bauen. Und schreibt mal auch in die Kommis oder in die Kommis einfach. Wenn es euch gefallen hat, können wir vielleicht noch ein Video machen. Vielleicht auch nochmal zu Redstone irgendwie. Ich kenne mich gut mit Redstone aus. Wenn ihr irgendwie Tipps braucht, fragt einfach mal oder. Ja. Das war's dann soweit von meiner Seite. Ja, bald wird, glaube ich, auch noch ein Online-Video von Murder Mystery erscheinen. Oder sowas wie Bed Wars, nur Treasure Wars. Und schreibt doch mal in die Kommis. Ihr kennt doch, wenn man ein Microsoft-Konto hat, kann man doch in diese verschiedenen Server gehen. Geht mal auf die Hive und schreibt mal, was eure Lieblingsspiele sind. Dann werden wir sie auch mal ausprobieren. Aber bis dahin, ciao, euer Pojutsu. Diesmal mit Antonius Black. Und der Baum ist abgebrannt. Yay! Juhu. Alle freuen sich! Ja. Abgebrannter Baum. Bis dann. Ciao. Ciao. Bye. Dinnerbone. Let's go.